Oh, Autosave gerade, hä? Warte ich mal kurz. Für den Fall, dass jetzt gerade mal mich nicht hört. Dumm, 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 dumm. Dum 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 dum. Ja, man merkt, die Zeit vergeht etwas langsam. Ja, jetzt hat er Autosave gemacht bei Spring. Okay, ich glaube, das Sandia stellen wir wirklich mal auf Day Seems to Crawl. Damit das die Zeit noch langsamer vergeht. Weather has cleared. Okay. Ah, wir haben übrigens Fässer hier rumstehen, leere Fässer. Also Brauerei oder Distillery besser gesagt. Extract from plants. Nee. Cancel. Brew, drink, repeat. So, solange wir Fässer haben, brauen wir trinken. Store Item im Stockpile. Achso, er holt immer wieder mal was aus unserem Karren raus hier. Es wird hoffentlich langsam weniger. Ja, wird es. Die Waffen hat er schon mal. Nein, die Waffen liegen immer noch hier rum. Jetzt hat er irgendwas Komisches geholt. Was war das nochmal? Hermit Bone Abacus. Ach so, eine Rechenmaschine, ne? Aus Knoche. Description. A well-crafted Hermit Bone Abacus. Okay, was auch immer man mit einem Abacus anfangen soll. Und ich habe die Idee, ich baue den Hausschrein einfach hier unten irgendwo hin. Hausschrein ist groß U. Den kann ich hier oben einfach an die Wand setzen. Ist das direkt gegenüber? Ja, das ist direkt gegenüber von dem. Und oben sollte ich in der Hütte, auch wenn es komisch aussieht, wahrscheinlich alles in einen Raum zu packen, mal eine Badewanne. Okay, für eine Badewanne brauche ich ein Bucket. Ah, das ist kein Problem. Buckler nicht. Bucket ist eh. So. Weil er muss sich auch ab und zu mal waschen, weil er sonst krank werden könnte. Ist auch sehr wichtig zu wissen. So. Burial. 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 So. Gut. Ich stelle absichtlich einen Sarg mehr auf, als ich vermute, dass wir brauchen. Einfach für den Fall, dass ich mich irgendwie verrechne oder vergucke. Also sobald mir ein Sarg leer bleiben sollte. Und hier läuft alles mögliche an Zeug rum. Korallenschlangen diesmal. Also nicht mal das Tierchen hier zum Beispiel. Was bist du denn? Kardinal. View Units. Kriege ich nur den Stray Dog. Wahrscheinlich ist das ein Vögelchen. Sieht jedenfalls aus wie eins. Ja.
Bin gerade am Überlegen, wie ich das dann am besten mit... der Verteidigung machen soll. Ich brauche auf jeden Fall einen Burggraben. Sicher ist sicher. Und die Verteidigung sollte ich in diesem Jahr schon anfangen. Warum blinkt mein Stuhl? Ja, ist nicht so wichtig, warum der blinkt. Hat sicherlich einen guten Grund, hier rumzublinken. Bäume brauchen übrigens 4 Jahreszeiten, bis sie gewachsen sind. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich ihn im Herbst oder im Winter angebaut habe. So, gehen wir mal kurz zu meinem Hermit, wenn ich ihn finde. Ah, er braucht gerade Drinks. Profession, Labor, was macht er gerade? Mining, okay. Das machst du jetzt mal nicht die nächste Zeit, sondern machst Woodcutting. Ich glaube, wir brauchen nämlich mal wieder Holz. Designation, Chop down Trees. Das sind keine Trees wahrscheinlich, also sie sind nicht groß genug für Trees. Nein, das sind Trees, okay. Dann... oh, hier sind ein paar Trees, oder? Ja, die kann er alle downchoppen und Plant Gathering machen. Am besten einfach mal hier über die ganze Fläche. Ah, das ist auch nicht gerade viel. Weil das da sind tote Pflanzen. Ja, Dead Stirb. Das ist auch ein toter Busch. Okay, er sammelt jetzt Pflanzen. Und wirft einfach, was er so gesammelt hat, irgendwo hin, hä? Ne, das ist ein Dead Shrub. Oh, der ist müde. Gut. So, der letzte Sarg steht. Ah, die sind alle schon belegt. Ne, der nicht. So. Dann gucken wir mal. Erei... noch irgendwas. Gucken wir mal kurz. Eral irgendwas, ja. Libasch, Ektov, Eral, Konos und Astisch. Astisch, Ilral, Ektov, Libasch, Konos. Okay, die sind alle Halluzinationen, die einfach dissipiert sind. Fehlen nur noch die anderen. Das sind dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also geben wir unseren Manager mal. Rock Coffin. Rock Coffin, 9 Stück. Oder nee, sagen 10 Stück. So. Ich hoffe mal, die Order gibt er sich selber. Ich hoff's mal. Wenn er ausgeschlafen hat, natürlich. Er hat gerade keinen Job. Er trinkt einen Schluck, okay. Und jetzt... ach, trinkt er noch? Ja. Die Schaufel lässt er einfach da liegen, holt sich eine Axt, fällt Bäume. Oder kümmert sich gerade... ah ja. Okay, das macht er auch nur, wenn wir Woodcutting geben. Im zweiten... nach 2 Jahren sollte er einen imaginären Freund bekommen, der ihm helfen kann. Das heißt, wir haben dann endlich mal 2 Leute, die was machen können.
Da können wir gerade dem imaginären Freund solche Haulerbefehle und Woodcutting und so geben. Und unseren Hermiten alles andere machen lassen. Was irgendwie wichtig ist. Oh, das war jetzt zu hoch. Was ich übrigens auch cool finde an der Masterwork. Es müsste jedenfalls die Masterworks sein. Obwohl ich jetzt nicht gerade weiß, ob das letzte Starter-Pack das auch schon konnte. Wenn man rauszoomt, dann wird nicht mehr einfach alles zu einem blauen Loch, sondern man sieht alles noch, sogar wie es sich bewegt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das geht erst seit der Masterwork. Könnte mich aber auch irren. Auf jeden Fall finde ich das Feature sehr cool. Oh, Wolfsrudel? Nein, Dingos. Wie cool. Naturschrein. Setze ich auch nochmal Zimmer kommuniziere mit der Natur rein. Also ja, ich gebe unserem Hermiten wirklich viel zu tun, muss ich zugeben. Aber es sind halt auch wichtige Sachen. Consecrate, pray, hat das Sacrifice Meat. Consecrate der Altar. Wahrscheinlich irgendwie verschönern oder so. Ich weiß es nicht genau. Und sehr schön, er macht Coffins. Wow, ist der jetzt mit der Natur gestiegen. Das nenne ich mal einen Sprung, guckt euch das an. Über 100 Punkte. Wahrscheinlich geht es im Frühling besser. Oh, er hat sogar noch was gefunden. Was hat er denn da jetzt gebracht? Was für Zeug bringt der? Leather Quiver, ah. Smooth Wooden Planks, Smooth Wooden Planks. Oh, und ich sollte das hier mal auf Maximum stellen. Max Bin, Max Barrels. Dass er das Zeug auch in Bins und Barrels einsortiert, was er da holt. Ja, das wäre eine gute Idee. Weil so gibt es ein bisschen mehr Ordnung, weil ein Stockpile ist begrenzt. Also ja, es ist die dritte Staffel, aber ich erkläre nochmal einige Sachen, weil ich das gerade in der zweiten Staffel ziemlich vernachlässigt habe. Stockpiles sind begrenzt, also man kann wirklich nur einen Gegenstand auf ein Feld hier legen lassen. Dann ist der Stockpile voll, wenn alle Fälle voll sind. Die Bins sorgen dafür, dass man kleinere Sachen, wie zum Beispiel Cloth, Waffen, Blöcke, also Planken, Quivers und so weiter drin storen kann. Und man mehr Platz hat. Gerade weil wir ja so wenig Platz haben hier. The Fortress attracted no migrants this season. Ah ja. Okay, jetzt steigert er sich wieder langsamer. Wir haben nichts mehr zum Destillieren. Oh, gucken wir mal kurz in die Küche. Wir haben Strawberry Seeds, jede Menge. Prickleberry, wir haben halt Meat und Cheese. Ich glaube, wenn wir Nahrung brauchen, holen wir uns das hauptsächlich durch Fisch. Würde ich mal sagen. Fisch und ein paar Pflänzchen. Return Game. Währenddessen versuche ich mal. Feeds all right with nature. Ah ja, jetzt steigert sich es gerade nur langsam. Ich glaube, wir sollten das mal canceln. Wir sollten ihm immer nur einmal beten lassen. Dann macht es wahrscheinlich größere Sprünge, als wie wenn er mehrmals hintereinander betet. Wir sollten noch Farmplots bauen. So, kleine Farmplots. Ich baue mal. Das war eins zu viel des Guten. Change with. So. Na, das ist zu viel. Das ist viel zu viel. So. Hier finde ich es zu nah am Haus. Hier unten irgendwo. Ja. Und solche Sachen. Zedersäppling? Das sind Säpplinge?
Achso, da wachsen neue Bäume. Was hat er jetzt eigentlich gesammelt?